Jo, willkommen bei einem weiteren Tutorial von mir, Lukas. Und heute werde ich euch zeigen, wie ihr einfache Spiele wie Counter-Strike Source, Company Heroes, Battlefield 3 oder andere Online-Spiele, die mit Steam oder irgendwas anderem zu tun haben, beschleunigen könnt, sodass sie nicht mehr lecken. Weil einige Leute haben ja das Problem, trotz guter Grafikkarte und guter Festplatte und viel RAM, dass ihre Spiele trotz all dem immer noch rücken und lecken, wie furchtbar und verrückt. So dass sie nicht gescheit spielen können und dass ihren Skill beeinträchtigt, könnte man sagen. Okay, also dann ran ans Werk. Also Moment, das hier ist das, was ihr braucht. Das hier, Game Booster. Das ist dabei, aber das braucht ihr nicht. Also braucht ihr nicht unbedingt. Also, zuallererst braucht ihr euren Browser. Firefox oder Waterfox oder was auch immer. Dann gebt ihr, also der Link steht in der Videobeschreibung. Das ist jetzt das ist nicht der richtige Link. Hier, das hier meine ich. Game Booster bei Chip.de downloaden. Total Freeware, kostet nichts. So sieht's aus. Moment, ich kann es hier mal euch zeigen, wie es aussieht. Wenn es ausgeführt ist. Ein einfaches Tutorial, das sollte nicht zu schwer werden. Ich habe Version 3.3. Es ist momentan eine neuere Version hier verfügbar, aber die braucht ihr nicht unbedingt. Ich werde sie mir vielleicht auch später holen, aber egal, das hat jetzt keine Priorität. Zuallererst downloadet ihr euch das bei den Browser Chip.de. Das Fenster brauchen wir nicht. Download Chip Server. Dann hier kurz warten, bis sich das Download Fenster öffnet. Und ihr könnt es euch downloaden. So. Zieht man auf den richtigen Bildschirm. So. Okay. Jetzt habt ihr Version 3.3.1 Setup. Also ihr müsst es dann noch installieren und so weiter und so fort. Dann warten wir noch mal kurz einen Augenblick. Es ist kein Virus, kein Trojaner, keine Panik. Okay, ausführen. So. Jetzt installiert er das ganz einfach, den Installationsassistenten. Der wird mir jetzt sagen, dass ich das schon installiert habe, weil es schon drauf ist, aber naja. Akzeptieren, nicht vergessen. Stille Installation. Eigentlich egal, was ihr macht, das braucht ihr nicht. Der Smart Defrag, das braucht ihr nicht. Den Haken hier könnt ihr wegmachen. Das ist eigentlich nur ein zusätzliches Programm. Das ist nämlich, Moment, das hier. Und das braucht ihr eigentlich überhaupt nicht, weil Game Booster genau dasselbe ist. Nur dass Game Booster viel einfacher ist, weil hier müsst ihr nämlich einzelne Programme auswählen, die ihr anhalten wollt. Und das ist einfach nur für den Arsch, weil Game Booster das viel einfacher macht. Das macht der pausiert nämlich alle automatisch, wenn ihr ihn startet. So, einfach Standard ist das. Ich wähle jetzt mal Standard aus und installieren. Game Booster nicht starten. Ich habe es schon gestartet. Beziehungsweise ich kann es ja danach manuell starten. Ist ja kein Ding. So, jetzt installiert er das. Still oder was auch immer. Dann können wir ihn schließen, den Download. Da ich Game Booster ja eigentlich schon auf dem PC habe, installiert er es wahrscheinlich gar nicht. Beziehungsweise hat das nur aktualisiert wahrscheinlich. Wir können es mal direkt ausführen. Ich glaube, der ist nicht mehr offen. Genau, er ist nicht mehr offen. Das heißt, Doppelklick drauf, ausführen, fertig. Ihr habt Game Booster Version 3.3. So sieht das aus. Könnt in die Spielebox wechseln. Das heißt, dort wählt ihr euer Spiel aus, das ihr boosten wollt. Garry's Mod, Left 4 Dead 2, irgendeins, das ihr boosten wollt, eben das schneller laufen soll. Zum Beispiel will ich jetzt mal, das ist schon ausgewählt, egal, ich gehe mal zum Booster zurück, drücke hier auf diesen fetten Boost-Button. Jetzt seht ihr gleich, was er alles angehalten, wie schnell, also in Prozentzahl, wie schnell er beschleunigt wird. 17 Dienste wurden angehalten, ein Prozess angehalten. Der PC läuft jetzt um 42% schneller, das ist gut. Hier der Countdown, wann es durchgesetzt wird. Das heißt, jetzt ist es minimiert und jetzt offiziell ist euer PC beschleunigt worden. Das heißt, ihr könnt jetzt prioritätslos, also ohne Besorgnis, ein Spiel starten und das Spiel wird auch ohne Kompromisse, ohne Probleme flüssig laufen. Bei Problemen könnt ihr mich gerne anschreiben, wenn es Probleme mit Installations gibt oder sowas. Kein Problem, ich antworte euch gerne und helfe euch gerne. So, das war's von mir fürs Erste. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer Lukas bei LocalTube TV.